Man muss sich vorstellen, 9000 Banken sind zugrunde gegangen, 30 Millionen Menschen weltweit arbeitslos. Und genau zu diesem Zeitpunkt hat eben der Herr Unterguggenberger dann mit seiner Maßnahme erfolgreich gegensteuern können. Mein Vater hat dann immer gewisse Ängste gehabt, dass der Hitler mal Österreich kassiert. Das bis dahin eigentlich größte Geldexperiment in der modernen Geschichte. Dieser Film handelt von einem Experiment. Es nahm in den 1930er Jahren in der Tiroler Provinz seinen Ausgang. Bis heute gilt das sogenannte Wunder von Wörgl als Modell eines alternativen Geldsystems. Treibende Kraft dieses Wunders war ein einfacher Bahnbeamter und Lokalpolitiker, der in einer Zeit der wirtschaftlichen Katastrophe seine Gemeinde einte und zu wirtschaftlicher Blüte führte. Dies ist die Geschichte dieses Mannes und seiner Ideen. Mit zum Teil noch nie gesehenem Filmmaterial und mit Aufnahmen aus dem Spielfilm Das Wunder von Wörgl. Wir machen unser eigenes Geld. Aha. Das ist die einzige Alternative, wo wir niemandem was wegnehmen müssen. 25. Oktober 1929. Am Schwarzen Freitag bricht an der New Yorker Wall Street die Börse zusammen. Die Folgen sind verheerend. In allen Industrieländern kommt es zu einem Verfall von Preisen und Löhnen und zu Massenarbeitslosigkeit. Die USA erleben in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre einen effektiven Börsenboom. Es gibt eine Unzahl von Haushalten, die hoch verschuldet bereits waren bei den Banken. Und wenn sozusagen fast alle verkaufen wollen, weiß man, was mit den Kursen passiert. Die Kurse sind in den Keller gerasselt. Dementsprechend ist dann diese Krise, nachdem die USA schon wirtschaftliche Führungsmacht waren, auf alle wichtigen Teile der Welt dann ausgestrahlt. Die Weltwirtschaftskrise trifft auch Europa hart. Der Kontinent hat sich von den Zerstörungen des Ersten Weltkriegs kaum erholt. 1931 erreicht die Krise mit dem Zusammenbruch der Kreditanstalt die noch junge Republik Österreich. Aus heutiger Sicht weiß man, die politische Elite reagiert falsch. Mit Sparpolitik und hohen Zinsen. Folge davon sind Arbeitslosigkeit und soziale Not. Nach 1929 wurden die Aktienvermögen der USA um 90% entwertet bis zum Jahr 1933. Und in diesem Prozess der andauernden Entwertung sind dann auch die allgemeinen Güterpreise gefallen. Das hat wiederum zur Folge, dass die Unternehmer Umsätze zurückgehen. Darauf reagieren die Unternehmer mit Entlassungen. Und wenn dann noch, was die größte Katastrophe war in Deutschland und Österreich, die Sparpolitik einsetzt, dann ist eine soziale und in der Folge politische Katastrophe perfekt. Die Reaktion der Nationalbanken ist fatal. Sie verteuern Geld und Kredite, anstatt sie billiger zu machen. Die Unternehmer investieren dadurch noch weniger. Man muss sich vorstellen, die wirtschaftlichen Eliten und die politischen Spitzen Anfang der 30er Jahre waren alles Zeitzeugen der großen Inflationskatastrophe nach dem Ersten Weltkrieg. Und man wollte auf keinen Fall mehr sozusagen inflationäre Effekte erzeugen. Und dementsprechend ist man ganz besonders restriktiv vorgegangen, hat vor allem sozusagen diese Gefahr der Inflation im Auge gehabt, hat aber nicht bedacht, dass eine Deflation, also das Gegenteil, eine Verknappung des Geldes, genauso dramatische Auswirkungen herbeiführen kann. Überall stehen Fabriken still. Auch in Wörgl, einer kleinen Marktgemeinde mit damals 4000 Einwohnern und Einwohnerinnen. Wörgl ist ein Eisenbahnknotenpunkt. Es gibt eine große Zellulosefabrik, eine Zementindustrie und eine Brauerei. All das liegt da nieder. Wörgl war damals schon Industrie- und Gewerbestandort mit vielen Beschäftigten. Und das hat bedeutet, dass von 4200 Einwohnern 400 arbeitslos geworden sind.
Und im Umland waren es ungefähr 1500 Menschen, die ihren Job verloren haben. Die sind auch dann beim Gemeindeamt Schlange gestanden. Hast du nicht irgendeinen Job? Wir brauchen irgendwie eine Arbeit, dass unsere Familien nicht verhungern. Und vor der Situation ist dann der Bürgermeister gestanden. Wie will er die Leute helfen, wenn die Gemeindekasse selber so gut wie pleite ist? Die Fabrik ist dicht, Lenk. Und sagen wir uns ehrlich. Die politisch Verantwortlichen sind ratlos. Die verfeindeten Fraktionen, Christlich-Soziale auf der einen, Sozialdemokraten auf der anderen Seite, streiten darum, ob man die mittellose Bevölkerung pfänden soll, um den Bankrott abzuwenden. In dieser verzweifelten Situation wird ein neuer Bürgermeister bestimmt. Michael Unterguggenberger, ein Sozialdemokrat. Der zu diesem Zeitpunkt 49-Jährige arbeitet bei der Eisenbahn als Lokführer. Er verdient gut. Er ist aus der Kirche ausgetreten, belesen, musikbegeistert und mit einer 15 Jahre jüngeren Frau verheiratet. Er hat 2 Söhne aus erster Ehe, dazu jetzt noch einen Sohn und eine damals 7-jährige Tochter. Mein Vater hat ja eigentlich nur 6 Klassen Volksschule, hat sich selbst weitergebildet, war in der Lehre, hat Mechaniker gelernt in Imst, sonst hätte er können nicht zur Bahn gehen. Und bei der Bahn haben sie ihn ausgebildet zum Lokführer. Und da ist er viel herumgekommen in der Welt, hat gesehen, was los ist. Und hat in Wörgl die Gewerkschaft gegründet. Ich glaube, 800 Gewerkschaftsmitglieder. Es gibt eine Fülle an Überlegungen, wie man die Wirtschaft ankurbeln könnte. Liberale stützen sich auf Adam Smith, den Begründer der klassischen Nationalökonomie. Sie meinen, am besten soll man Unternehmern und Banken völlig freie Hand lassen. Das Spiel der Märkte bringe Wohlstand für alle. Die Theorien von Karl Marx hingegen besagen, Kapitalismus führe in Wahrheit zur Bereicherung weniger und gleichzeitig zur Verelendung der Massen. Der Brite John Maynard Keynes fordert nach dem Ersten Weltkrieg, der Staat müsse immer ordnend eingreifen, in Krisenzeiten mit hohen eigenen Investitionen. Seit es Kapitalismus gibt, das heißt, es ist etwa seit dem späten 14., 15. Jahrhundert, ja, hat es immer wieder Phasen gegeben, die sich am Grundsatz orientiert haben, lassen wir unser Geld arbeiten. Sie endeten immer in ökonomischen Katastrophen, die oft auch politische waren. Der Grund ist furchtbar einfach, Geld arbeitet nicht. Was arbeitet, sind Menschen mit Maschinen. Ein solches System kann nicht funktionieren. Auf der Suche nach Lösungen für Wörgl orientiert sich Michael Unterguggenberger an einem Außenseiter der Ökonomie, dem deutschen Finanztheoretiker Silvio Gesell. Der schreibt noch im Ersten Weltkrieg, das Geldsystem sei von Grund auf krank. Während Geld durch Zins und Zinseszins stetig anwachse, verderbe nämlich die Ware. Deshalb müsse im Gegenzug auch das Geld altern, also schwinden. Nur so würden Menschen gezwungen, es rasch wieder auszugeben. Aus dem wirtschaftlichen Geschehen heraus hat Gesell dann die Idee entwickelt, dem Geld Schwung zu verleihen, ja, und entsprechend sich Maßnahmen überlegt, wie man sozusagen die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes beeinflussen kann. Zu Pfingsten 1931 reist Michael Unterguggenberger nach Schwanenkirchen in Niederbayern. Dort wendet Bergwerksbesitzer Max Hebecker Silvio Gesells Theorien bereits an. Er bezahlt mangels Bankkredit seine Arbeiter nicht etwa in Reichsmark, sondern mit sogenannten Vera-Scheinen. Die verlieren jeden Monat an Wert, damit die Leute sie sofort wieder ausgeben. Diese Marke da hinten, diese grüne Marke da, die musste er kaufen und da drauf pappen, damit es den Wert erhält. Schwanenkirchen war wirklich weltweit der erste Ort, wo diese Theorie von Silvio Gesell mit diesem Schwundgeld in die Praxis umgesetzt wurde. In Schwanenkirchen führt das Schwundgeld zu einem Wirtschaftsaufschwung. Die Arbeiter fahren wieder in den Stollen hinab und Braunkohle wird zentnerweise zutage gefördert. Eine Kantine wird gebaut, in der die Arbeiter ihre Scheine einlösen können. Dann kam der Staat dahinter. Die erste Reaktion von diesen Leuten da oben ist natürlich, so wie es halt auch ist,
Sie fühlten sich auf den Schlips getreten oder was weiß ich. Die Reichsbank hat ihn angezeigt und dann war es halt aus. Und in 2-3 Jahren war das wieder, was vorher war. Eine Armutslandschaft. Und übrigens war das schon so publik, dass das immer bekannter wurde, die Schwanenkirchen. Zum Beispiel auch in Würgl. Michael Unterguggenberger weiß um das Verbot in Deutschland. Trotzdem will er ein ähnliches, nur viel größeres Experiment in seiner Gemeinde starten und Geld selber drucken. Dafür muss er aber erst den verfeindeten Gemeinderat überzeugen. Er schlägt seiner Gemeinde vor, dass man die Menschen wieder beschäftigt. Also durch ein Bauprogramm mit Infrastrukturbauten. Und um das zu finanzieren, sollte die Gemeinde selbst Geld ausgeben. Stellt euch einmal Folgendes vor. Jeder ist verschuldet. Da muss ich mir nichts vorstellen. Ja, genau. Jetzt passt's auf. Ein Gast kommt in unseren Ort, geht zum Zensor, will ein Zimmer. Ein Zimmer. Legt dann 100 auf den Tisch und kriegt einen Schlüssel. Jetzt nimmt der Zensor den 100er, geht damit zum Lechner. Zahlt ihm damit seine Schulden. Dankeschön. Der Lechner geht mit dem 100er zur Wirtin und begleicht damit seine Zeche. Dankeschön. Die Wirtin geht zum Toni und zahlt ihm die Würstchen und das Fleisch. Vierte. Gerti! Und der Toni geht mit dem 100er zur Gerti und gibt ihr endlich ihr Geld. Ja. Und die Gerti geht zum Zensor, legt ihm den 100er auf den Tisch und zahlt ihm die Zimmer, die sie immer bei ihm nimmt. Das Zimmer gefällt mir nicht. Und am Schluss kommt der Gast grantig von oben, sagt, das Zimmer gefällt mir nicht, nimmt den 100er, der da liegt, und geht. Das ist Geld. Ein Tauschmittel. Und was ist ein Tauschmittel? Eine Vereinbarung. Wir einigen uns darauf, dass ein Fetzen Papier was zählt. Michael, von was redest du da bitte? Dass Geld an sich nichts wert ist. Und weiter? Dass es um den Glauben daran geht. Die Geldfunktionen sind einerseits als Transaktionswert, das heißt, dass ich damit was kaufen kann. Und das Zweite ist, dass es als Wertaufbewahrungsmittel, das heißt, dass ich eben damit Ersparnisse bilde. Und der Dritte ist, dass es ein Wertmaßstab ist. Und alles, was diese Funktion erfüllen kann, ist als ökonomisches Geld zu sehen. Der neue Bürgermeister wird aktiv. Er lässt bunte Scheine im Nennwert von 32.000 Schilling drucken. Zur Deckung hinterlegt er nach und nach den Gegenwert in echten Schilling bei der örtlichen Raiffeisenkasse. Die Scheine nennt er Arbeitsbestätigungsscheine, kurz AB-Scheine, im Volksmund auch Freigeld oder Schwundgeld genannt. Das ist ein anderes Geldsystem. Das Würgler Freigeld war ein Markenklebegeld. Das heißt, es hat Schwund verloren, wenn man nicht durch Aufkleben von Marken am Ende des Monats den Schein wieder aufgewertet hat. Das heißt, bei einem Schilling ein Groschen, 5 Schilling 5 Groschen, 10 Schilling 10 Groschen. Was in Würgl passiert ist, ist, dass man gesagt hat, dann werden wir künstlich das Geld von Monat zu Monat entwerten, dann werden es die Leute schon ausgeben. Und es ist genau das eingetreten, was die Funktion von Geld ist, indem es fließt, stimuliert es, belebt es die Realwirtschaft. Jetzt hört mal alle her, der Bürgermeister hat euch was mitzuteilen. Kommt her. Ja, kommt's näher. Jeder hat ein Recht auf Arbeit und Brot. Und wir in Würgl lassen uns das auch nicht nehmen. Deshalb hat unser Gemeinderat einstimmig beschlossen, Notstandsarbeiten zu vergeben. Und bezahlt werden sie damit. Schaut aus wie Geld, funktioniert wie Geld, ist aber kein Geld. Es ist besser. Selbstgemachtes Geld zu drucken, auch wenn es offiziell nicht so heißen darf, ist das eine.
die Menschen davon zu überzeugen, aber etwas anderes. Das ist kein Sturschädel. Jetzt nimm's doch. Eine wichtige Rolle spielt dabei Rosa, Unter Guggenbergers Ehefrau. Sie ist eine der wenigen Frauen im Ort, die ein eigenes Geschäft betreibt. Ihr Modeladen nimmt als erster die Scheine an. Zudem leistet Rosa Aufklärungsarbeit unter Kolleginnen und Kollegen, geht von Tür zu Tür, um sie von der Idee des Schwundgeldes zu überzeugen. Meine Mutter war eine sehr aufgeschlossene, moderne, gescheite Frau. Sie hat Französisch und Italienisch gesprochen, Italienisch überhaupt perfekt, alles selbst gelernt. Die Rosa hat ihm sehr hilfreich beigestanden. Die waren ein Herz und eine Seele. Und jeden Abend nach dem Abendessen hat er die Zither am Tisch gestellt und hat Zither gespielt. Meine Mutter hat dann auch Zither spielen gelernt. Sie wollte im Achterpartner sein. Nicht? Dann haben sie alle zwei gespielt. Michael Unterguggenberger ist mitsamt Familie aus der Kirche ausgetreten. Aber jetzt holt er sogar den Pfarrer, Matthias Redelsberger, mit ins Boot. In Hirtenbriefen heißt es damals: Ihr werdet vor dem Gericht Gottes die Zugehörigkeit zur Sozialdemokratie verantworten müssen. Doch die Not im Ort ist groß. Und so stellt sich sogar der Pfarrer hinter das Experiment des Bürgermeisters. Nimmst das komische Geld vom Bürgermeister da an? Ein Versuch ist es allemal wert. Amen. Amen. Für Michael Unterguggenberger gibt es nun genug zu tun. Denn dieses neue Schwundgeld hat dem Ort und den Menschen wieder Leben eingehaucht. Es ist Geld, das eigentlich wertlos ist, an das die Menschen aber glauben. In Wörgl sitzen jetzt alle Fraktionen zusammen mit dem Pfarrer gemeinsam am Tisch und schmieden Pläne zur Instandsetzung der Infrastruktur. In Wien setzt die Regierung Dollfuß dagegen zunehmend auf einen Sparkurs. Das Heer der Arbeitslosen wächst auf rund 600.000 an. Immer mehr Menschen glauben an die Parolen der Nazis und der extremen Linken, ähnlich wie in Deutschland. Dort bekämpfen sich Nazis und Kommunisten auf den Straßen. Am 30. Jänner 1933 kommt Adolf Hitler schließlich an die Macht. Kurz danach schaltet er Parlament und Parteien aus. Die Wörgler jedoch machen sich an die Renovierung der halsbrecherischen Straßen. Ein örtlicher Reim aus der Zeit lautet: Das schlimmste aller Laster, Wörgl, ist dein Straßenpflaster. Dann wird das Dach der Schule erneuert. Man installiert eine Straßenbeleuchtung für den bis dahin finsteren Ort. Die weltweit erste Silvio-Gesell-Straße wird eingeweiht. Zudem ein dringend nötiger Wasserspeicher für die Feuerwehr errichtet. Zahlreiche Wanderwege und Spazierwege, die angelegt wurden mit, wo ich weiß, so 120 Bänke wurden dann sogar extra dafür aufgestellt. Es wurde eine Notstandsküche eingerichtet, ein Waschhaus. Es wurde unter anderem auch der Bahnhofsvorplatz hergerichtet. Die Kanalisierung wurde erweitert. Mit Hilfe ihrer neuen Währung bauen die Wörgler Brücken. Darunter eine moderne Stahlbetonkonstruktion. Die sogenannten AB-Scheine nimmt man auch im plötzlich wieder gut besuchten Tonkino an. Mit diesen Maßnahmen setzt man in Wörgl auch auf zahlungskräftige Touristen. In Wörgl ist allerhand geschaffen worden, ne? Für den Fremdenverkehr, so Verschönerungen. Eine Sprungschanze wurde gebaut, eine riesige. Anfang Februar 1933 findet ein umjubelter Wettkampf auf der neuen Skisprungschanze statt. Das Zellulosewerk war einst der größte Arbeitgeber im Ort. Der Betrieb steht still. Unterguggenberger versucht, die Fabrik wieder zu eröffnen, um die Stadt langfristig zu sanieren.
sind ja die Arbeitsplätze, die geschaffen wurden. Nicht? Es hat ja Wörgl gebraucht. Und das haben ja die Bevölkerung hat ja mitgetan. Ohne die Bevölkerung geht's nicht. Das war das Wunder von Wörgl. Wir müssen immer um 12 Uhr Mittag auf die Gemeindestube gehen und den Papa nach Hause bringen, dass er zum Essen kommt, weil er immer zu spät zum Essen kam. Was Michael Unterguggenberger besonders freut, sein Beispiel macht Schule. Mindestens 200 Orte interessieren sich für das Wörgler-Modell und wollen es ebenfalls umsetzen. Nicht nur Dörfer, Marktgemeinden und Kleinstädte, sondern auch größere Städte wie Steyr und Hauptstädte wie Linz und Graz. Über das ist natürlich berichtet worden und dann wollten ja zahlreiche Gemeinden das nachmachen. Die erste Gemeinde war gleich die Nachbargemeinde Kirchbichl, die hat beschlossen, wir verwenden jetzt die Wörgler Freigeldscheine. Beginnen wir mal ein Strandbad zu bauen. Es gab sogar Aufrufe und Briefe, wo es hieß, dass der Unterguggenberger doch irgendwie Finanzminister von Österreich werden soll, weil er ja weiß, wie es geht. Und weil er es ja auch in die Tat umgesetzt hat. Das Wörgler-Geldexperiment schlägt riesige Wellen, auch im Ausland, wo ebenfalls nach Auswegen aus der Krise gesucht wird. Reporter und Reporterinnen, ganze Wirtschaftsdelegationen kommen nach Wörgl, um Erkundigungen einzuholen. Die internationale Aufmerksamkeit ist auf den Ort total fokussiert worden. Es gab Zeitungsberichte in Frankreich, in Amerika. Da erinnere ich mich besonders an den französischen Minister Daladier, der damals Minister war, der später war ja Ministerpräsident. Für damalige Zeiten war das eine Besonderheit, wenn so viele Leute gekommen sind und Besuche und Autos und jeden Tag ist wer andere auftaucht. Für uns Kinder war das die größte Gaudi. Allerdings sind nicht alle im Land einverstanden. Geld drucken darf bekanntlich nur die Nationalbank. Die Behörden werden aktiv, zunächst in der unmittelbaren Nachbarschaft. Die Bezirkshauptmannschaft Kufstein ist da schon relativ bald aufmerksam geworden, hat einmal eine Verwarnung ausgesprochen an die Betreiber dieses Geldexperiments. Das war also nicht eine Aktion des Bürgermeisters alleine, da war der Gemeinderat mitbeteiligt, die örtliche Raiffeisenkasse hat mitgespielt, hat das organisatorisch übernommen. Ja, und natürlich, es war rein rechtlich betrachtet, war es ein Vergehen gegen das Notenbankprivileg. Die Gemeinde Wörgl wird zunächst verwarnt, ignoriert aber den Einspruch der Obrigkeit und macht weiter. Denn das Experiment funktioniert, so scheint es, vor allem wegen der Andersartigkeit des neuen Geldes. Während die Arbeitslosigkeit in Gesamtösterreich im Jahr 1933 um 19% steigt, sinkt sie in Wörgl um 16%. Der Abwärtstrend ist gestoppt. Und jetzt mit diesem schnellen Geld haben die Leute es loswerden wollen, weil sie hätten sonst müssen eine Klebemarke picken am Ende des Monats. Und die musste man auch kaufen. Und das wollte aber keiner. Nicht? Jetzt haben sie gedacht, na, das Geld, das geben wir gleich weg. Laut Michael Unterguggenbergers Aufzeichnungen wechseln die AB-Scheine 8 bis 10 Mal schneller von Hand zu Hand als die offizielle Währung, der Schilling. Auf den Scheinen selbst steht, wozu sie da sind. Zur Rettung aus höchster Not. Es ist ein sehr bildhafter Text, wenn da vom Untergang gesprochen wird, so auch ein bisschen theatralisch ist es natürlich geschrieben, und von einer unerhörten Wirtschaftskrise. Und es ist auch ein bisschen so die Wortwahl, wie sie teilweise auch in der Predigt verwendet wird. Dann steht drauf, an alle mit Rufzeichen geschrieben. Und ich fand, das ist auch so modern, wie wir es heute im E-Mail-Verkehr verwenden. Schreiben wir auch an alle oder liebe alle. Warum das Schwundgeld funktioniert? Weil Geld, das seinen Wert verliert, tatsächlich schneller umläuft. Ein Effekt ähnlich wie der einer Inflation. Notenbanken setzen heute fast ausschließlich auf dieses Mittel. Wenn ich Inflation habe, habe ich ja quasi automatisch Schwundgeld. Aber in einer Zeit, wo ich keine Inflation habe, muss ich quasi das künstlich machen. Und das kann ich entweder in dieser Form machen, dass ich dann immer quasi eine Gebühr zahlen muss. Deshalb haben sie ja hier diese
auf dieser Seite nicht immer diese Wertmarken, die da hineingelegt werden mussten. Nicht? Oder indem ich eben zum Beispiel einen Negativzinssatz mache. In der Praxis hat Schwundgeld bei den Konsumenten denselben Effekt wie Negativzins. Die Menschen geben Geld aus, anstatt zu sparen. Die Umsätze steigen. Aber auch dieses Modell habe Grenzen. Denn lokales Schwundgeld funktioniere nur im geschlossenen Kreis der Gemeinde, so die Expertenmeinung. Also das ist diese Frage des Multiplikators, nicht? Wenn es sozusagen, der ist nur dann hoch, wenn ich eine sozusagen völlig geschlossene Volkswirtschaft habe, also nichts importiert wird, also wenn diese Arbeiter wieder ihr ganzes Geld nur wieder in der Gemeinde ausgeben und diese Geschäfte in der Gemeinde wieder nur Produkte aus der Gemeinde verkaufen, dann funktioniert das, aber das geht natürlich nicht, nicht? Und daher ist sozusagen die Gesamtwirkung nur eine, sozusagen ein Erstrundeneffekt. Zurück in Wien. Die österreichische Nationalbank ist von Anfang an gegen das Experiment und verlangt ein sofortiges Verbot, weil die Tiroler Gemeinde gegen das Banknotenmonopol verstößt. Nur die Nationalbank hat das Recht, Geld zu drucken. Der Mann heißt Unterguggenberger. Geld ist Politik. Wir können keine weitere politische Bewegung brauchen. Die Rolle der Nationalbank ist insofern bedenklich gewesen, als hier gerade die Spitze der Zentralbank, Viktor Kindböck, sowas wie eine graue Eminenz der Wirtschaftspolitik damals dargestellt hat. Dollfuss war kein Ökonom, Schuschnigg war Jurist, auch kein Ökonom. Und diese Leute haben natürlich dann wesentlich auf das gehört, was von den Spitzen der Zentralbank gekommen ist. Und das war dann ganz kleine Vorgabe der Regierung damals, man will sich auf keinen Fall auf Wirtschaftsexperimente einlassen. Und mit Wörgl hat sozusagen die Gefahr gedroht, dass das so ein Flächenbrand wird, dass es unkontrollierbar wird. Und das wollte man unbedingt vermeiden. Bald überbringen Boten der Regierung Bescheide, die die Einhebung der Gemeindesteuern in Schwundgeld verbieten. Der Wörgler Gemeinderat gibt sich kämpferisch. Zu prächtig funktioniert das System. Man beschließt, Berufung einzulegen und weiterzumachen. Wenn wir die Welt schon nicht retten können, so wollen wir zumindest ein Zeichen setzen. Gleichzeitig schwillt die Zahl der Arbeitslosen im benachbarten Deutschland auf über 6 Millionen an. SS und SA werden zu Exekutivorganen einer menschenverachtenden Diktatur zwischen Berlin und München. In Wörgl dagegen haben links und rechts, katholisch und weltlich, durch ihr Experiment zusammengefunden. Unterdessen schaltet sich in Wien das Parlament durch den Rücktritt der drei Nationalratspräsidenten selbst aus. Im März 1933 nutzt Bundeskanzler Dollfuß dieses Vakuum, um die Gewalt an sich zu reißen. Er macht sich daran, einen autoritären, katholisch geprägten Ständestaat aufzubauen. Im Juni 1933 reist Michael Unterguggenberger nach Wien. Gemeinsam mit 170 Amtskollegen aus ganz Österreich fordert er vom Regime die Zulassung lokaler Währungen. Aus dem Wörgler-Experiment ist eine Bewegung geworden. Trotzdem verbieten die Behörden unter Androhung von Polizeigewalt die Ausgabe des Wörgler-Schwundgeldes. Die Wörgler haben ja dieses Verbot beeinsprucht am Gerichtsweg. Nur der Verwaltungsgerichtshof hat dann erkannt, ja, diese Scheine sind zwar Gutscheine auf Geld, aber sie zirkulieren wie Geld und sind damit Geld. Bei den ausgegebenen Scheinen handelt es sich um ein illegales Zahlungsmittel. Im November 1933 kommt es zur Entscheidung. Das Verwaltungsgericht verwirft die Beschwerde der Gemeinde Wörgl. Es gibt zwar keine Strafe, doch die Wörgler und Wörglerinnen müssen sich beugen. Das Experiment ist endgültig zu Ende. Aus guten Gründen gibt es in einem Land nur eine Art von Geld und das ist das, das überall angenommen wird. Im Mittelalter hatten wir Dutzende verschiedene Geldformen und das war natürlich ein Chaos und hat ja jede wirtschaftliche Entwicklung unterbunden. Die Entscheidung, dass es einen einheitlichen Geldraum gibt,
geben muss, der war richtig, daher war das Verbot als solches richtig. Die Geldscheine mussten eingezogen und vernichtet werden. Ja. Der Effekt davon war natürlich, mit diesen Wirtschaftsbelebungsmaßnahmen ist dann natürlich auch ein Ende gewesen. Und dementsprechend sind die Arbeitslosenraten im Raum Würgl dann wieder in die Höhe gegangen. Hier wurde die Not nicht von Gott gesandt, sondern von menschlicher Verehrung verordnet. Im Februar 1934 erlässt Engelbert Dollfuß ein Verbot der Sozialdemokratischen Partei. In Wien wird geschossen. Die Februartage dieses Jahres gehen als Bürgerkrieg in die österreichische Geschichte ein. Auch in Würgl kommt es jetzt zu Schusswechseln. Zwischen Heimwehr und Sozialdemokraten, ausgerechnet in der stillgelegten Fabrik. Michael Unterguggenberger stellt sich zwischen die Fronten. Er hat einen Spazierstock genommen, hat ein weißes Taschentuch aufgehängt und ist da reingegangen in die Reihe, zwischen die Reihen. Dann haben sie nicht mehr schießen können. So war das. Er hat gesagt, Herz auf, hat er geschrien. Aus. Das Wort ist Tatsache. Es ist dann das Standrecht sogar ausgerufen worden. Der Bürgermeister Unterguggenberger hat dann versucht, das so lange wie möglich hinauszuzögern. Standrecht hätte ja bedeutet, dass die am Ort erschossen werden können. Und es war dann auch tragisch für den Unterguggenberger selber. Der hat als Bürgermeister zusehen müssen, wie vorher alle, die mit ihm an einem Tisch gesessen sind, wo man alles einstimmig gemacht hat, das war ein politisches Kunststück war, dass aufgrund dieser Krise die Leute aufeinander schießen, aufgrund einer Krise, die er ja gewusst hat, wie man sie bekämpfen kann. Michael Unterguggenberger ist nun nicht mehr Bürgermeister. Die Ständeregierung in Wien stellt den Sozialdemokraten kalt. Er steht unter Hausarrest. Mein Vater hat dann immer gewisse Ängste gehabt, dass der Hitler mal Österreich kassiert. Das hat er offen gesagt. Vier Jahre später rollt ein Zug in Würgl ein. Adolf Hitler hat auch in Österreich die Macht an sich gerissen und das Land dem Deutschen Reich angeschlossen. Auf der Durchreise trifft er auf die Menschen, die von ihm die Rettung erwarten. Es sind Originalaufnahmen eines Würgler Amateurfilmers. Man könnte sagen, diese Politik hat dem Herrn Hitler den roten Teppich aufgerollt. Natürlich, weil eben die Möglichkeiten einer Beschäftigungspolitik und Wirtschaftsbelebung nicht genutzt wurden und dadurch natürlich das Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit Österreichs verloren gegangen ist und im Endeffekt sowas wie die Anschlussbewegung enorm begünstigt hat. Eine große Krise wie die von 1929 mit Börsenboom, Zusammenbruch und Massenarbeitslosigkeit gab es zuletzt Ende der 2000er Jahre. 30 Jahre lang hatte man globale Finanzmärkte wie in London und New York dereguliert. Als dann die Blase platzte, brachen wieder Banken zusammen. Millionen kleine Anleger und Hauseigentümer verloren ihren Besitz. Doch anders als 1929 reagierten die Notenbanken durch eine Erhöhung der Geldmenge. Regierungen stützten Banken und versuchten auch den Konsum anzukurbeln. Die Finanzmärkte blieben aber weiterhin unreguliert. Stellen Sie sich vor, in den großen Casinos der Welt würden gleichzeitig, wenn die Leute am Roulette-Tisch sitzen, die wichtigsten Preise der Weltwirtschaft bestimmt. Genau das ist seit 30 Jahren der Fall und das kann nicht funktionieren. Warum? Weil Kapital ist ein gefräßiges, aber flexibles Viech. Das geht dorthin, wo es was zu fressen gibt. Und wenn man nur durch Realinvestitionen was fressen kann, dann boomt die Wirtschaft, dann gibt es keine Krisen, dann haben wir plötzlich Vollbeschäftigung. Das ist genau das Problem, dass die Eliten begreifen müssten, dass das, woran sie zunehmend geglaubt haben, unhaltbar ist. Auf die wiederkehrenden Wirtschaftskrisen reagieren viele Menschen mit Misstrauen. Wie seinerzeit Michael Unterguggenberger hinterfragen sie das Geldsystem.
Der österreichische Unternehmer Heinrich Staudinger hat in den letzten Jahren versucht, im Waldviertel einen anderen Weg zu gehen. Justament beim Geld haben wir eigentlich eine kartellartige, einheitliche Methodik, die sich überall durchzieht. Während wir bei den Autos, sage ich, da haben wir einen Autobus und dann haben wir einen LKW und dann haben wir PKW und so weiter. Und merken, dass wir verschiedene Fahrzeuge für verschiedene Funktionen haben. Und da glauben die, dass wir zum Beispiel für das Gedeihen einer Region ein eigenes Fahrzeug an Geld sehr wohl brauchen konnten, wie man die Kreisläufe in der Region fördert. Staudinger stellt aus reinen Naturprodukten Schuhe und Möbel her und ist damit europaweit erfolgreich. Finanziert hat er sein Unternehmen mit Geld von befreundeten Kunden und Kundinnen. Dafür versprach er Gewinnbeteiligung, also letztlich Zinsen. Die Finanzaufsicht wirft ihm deshalb illegale Bankgeschäfte vor. Er prozessiert dagegen, gewinnt am Ende und setzt ein Recht auf sogenanntes Crowdfunding in Österreich durch. Außerdem führt er in seiner Heimat eine Regionalwährung, den Waldviertler, ein. Ein Schwundgeld, genau nach Unterguggenbergers Vorbild. Wir haben ja gehofft, dass man mit der Waldviertler Regionalwährung Wirtschaftskreisläufe in der Region abbilden können. Und dabei haben wir natürlich gemerkt, dass viele Kreisläufe einfach hier sind. Das ist nicht so, dass der Bauer das Viech zum Metzger bringt, die Haut in die Gerberei kommt, die Gerberei liefert das Leder zu uns, wir machen Schuhe und kaufen beim Wirt ein. Das sind oft Kreisläufe, die einfach unterbrochen sind und hier sind. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die Europäische Zentralbank in den letzten Jahren über 2 Billionen Euro, 2000 Milliarden Euro aus der Luft geschaffen hat, um die sogenannten Märkte zu stabilisieren, da habe ich das Gefühl, Geld ist kein Tauschmittel mehr, Geld ist ein Werkzeug der Mächtigen. Staudingers Firma ist global vernetzt. Sein privates Geld will er dem Bankensystem aber nicht anvertrauen. Ich habe kein Privatkonto, habe kein Sparbuch, habe keine Aktien und gar nichts. Und das Geld, wo ich das mein Privatgeld ist, habe ich in einem Plastiksackerl. Und bin wahnsinnig zufrieden mit dieser Methode, weil der Plastiksackerl nicht auftragt, das ist nicht dick. Und es ist transparent und das ist in Zeiten wie diesen eine sinnvolle Tugend. Den Waldviertler gibt es seit 2017 nicht mehr. Zu groß war der organisatorische Aufwand. Es gibt aber vergleichbare Projekte. In Bayern eines der erfolgreichsten. Den Chiemgauer. Auch hier müssen, wie einst in Wörgl, Marken geklebt werden. Der Chiemgauer soll schnell zirkulieren, um lokale Unternehmen zu stärken. Wird in Euro zurückgewechselt, gibt es weniger Geld. Die Einnahmen daraus kommen gemeinnützigen Vereinen zugute. Der Chiemgauer ist eine ergänzende Währung, der nur in der Region gilt, also in den beiden Landkreisen Rosenheim und Traunstein. Und es wurde 2002 gegründet in Prien am Chiemsee. Da war ich damals Wirtschaftslehrer und habe das mit 6 Schülerinnen ins Leben gerufen. Es sind so bis zu 1 Million Chiemgauer im Kreislauf und jährlich werden dann so 6-7 Millionen Chiemgauer umgesetzt. 13. Ich gebe quasi fast keinen Euro mehr aus. Also ich gebe zu bestimmt 95% nur noch Chiemgauer aus. Für meinen privaten Haushalt. Also ob das jetzt Zahnarzt ist oder Friseur ist oder Lebensmittel oder Fahrradzubehör oder Autoreifen, Telefon, Strom. Also es ist wirklich, ich kümmere mich da einfach drum, dass man wirklich schaut, wo geht's weiter in diesem Kreislauf, damit ich diese Chiemgauer nicht zurücktauschen muss in Euro.
Über 500 Geschäfte und Unternehmen in der Region akzeptieren den Chiemgauer. Doch auch in Bayern funktioniert das System nicht ohne Widerstände. Privatpersonen ist die Annahme der alternativen Währung erlaubt, staatlichen Behörden jedoch nicht. Zuletzt ist der Gemeinde Siegsdorf nahe Traunstein die Annahme und Weitergabe von Chiemgauern untersagt worden. Das sind Bundesgesetze, das sind Landesgesetze. Und ich sage, wenn Sie einmal versucht haben, bei einer Bahn einen Bahnübergang zu verändern, dann wissen Sie, was da für Betonklötze, Mauern auf Sie zukommen. Und dann werden Sie einfach irgendwann einmal dann schon Realisten. In der Europäischen Union gibt es bis heute keine einheitliche Gesetzgebung zu komplementären Währungen. Weltweit gibt es rund 10.000 solcher alternativer Geldsysteme. Darunter jene, die Zeit als Werteinheit handeln, etwa in China und Japan. Oder Bildungswährungen in Afrika, die in Slums eingesetzt werden, um lokale Lernhilfen zu unterstützen. Und in Wörgl? Was blieb von Michael Unterguggenbergers Experiment? Es gibt ein Schwimmbad, das mit Wörgler Schwundgeld gebaut wurde, im Nachbarort Kirchbichl. Nicht mehr in Betrieb genommen wurde zu seiner Zeit die Zellulosefabrik. Heute fertigt hier ein bekannter österreichischer Spanplattenfabrikant. Auf der Sprungschanze von einst trainiert die Wörgler Jugend und bereitet sich auf kommende Wettkämpfe vor. Und im einstigen Wohnhaus Unterguggenbergers gibt es ein Unterguggenberger-Institut. Die Idee ist im Grunde immer lebendig geblieben. Es ist danach durch den Lauf der Geschichte in den Hintergrund getreten. Nach dem Krieg ist das alte System, der Reset-Knopf, gedrückt worden. Man hat wieder von neu begonnen. Und im Lauf der Jahrzehnte ist das Interesse an dem Wörglergeld aber nie ganz erloschen. Also es gibt aus allen Jahren Anfragen, wie hat das damals funktioniert. Michael Unterguggenberger selbst erlebt noch die Geburt seines vierten Sohnes im Februar 1935. Rosa und Michael nennen ihn Silvio, nach Silvio Gesell, dem Urvater der Freigeldidee. Michael Unterguggenberger stirbt im Alter von 52 Jahren im Dezember 1936 an einem Lungenleiden. Einen Tag nach Weihnachten wird sein Sarg aus dem Haus getragen. Die Kirchenglocken läuten nicht, denn Unterguggenberger ist kein Teil der Kirchengemeinde. Stumm folgen die Scharen dem Trauerzug durch den ganzen Ort bis zum Bahnhof. Die drei F auf dem Sargtuch stehen für Freigeld, Freiland und Festwährung. Ein ganzes Programm, zu dessen Realisierung Unterguggenberger nicht mehr gekommen ist. Auf den Waggon, in den sie seinen Sarg verladen, malt man noch ein Kreuz. Man weiß ja nie. Und dann tritt Michael Unterguggenberger seine letzte Zugfahrt an. Auf eigenen Wunsch, ungewöhnlich für diese Zeit, ins nahegelegenste Krematorium nach Salzburg.